Leute, es ist Sil hier und willkommen zurück zu Desynced. Wir sind immer noch dabei, Produktion hochzufahren. Ich habe die ganzen Miner mal ausgerüstet und losgeschickt, Eisen zu holen oder Metall zu holen. Die stehen hier und ja, rackern sich hier ab und die kommen nicht dran und warten deswegen, bis sie rankommen. Das war nicht so wild. Das wird sich hier auch irgendwie alles noch ergeben. Ansonsten, ne, unsere Kristallsammler, die sind hier schon ziemlich weit unterwegs und hier hinten wird es auch wieder gefährlich. Metall haben wir hier zumindest mal genug. Und ich weiß nicht, warum manche hier so ein paar andere Symbole haben. Keine Ahnung. Na gut, da haben sie jedenfalls noch genug. Und na, Eis funktioniert, der bringt gerade was. Das ist zwar relativ schnell weg. Aber noch läuft alles. Hier wird geerntet. Oh, die hier sind vom Netz getrennt. Die können wir mal hinzufügen, würde ich sagen. Aktuell brauchen wir nämlich irgendwie anscheinend ein paar Drohnen. Okay. Genau, den lassen wir so. Ansonsten die Virusforschung, ne, die geht voran, die ist bald durch. Ach ja, übrigens, was ist denn hier mit ihm, Shake? Voll. Dann fahren wir eben hier hin. Und wir haben 400 davon. Was brauchen wir denn hier für 150? Ah, haben wir ja locker zusammen. Und dann können wir Fäulnisplasma herstellen. Mhm. Interner Fäulnisbehälter. Um das zu sammeln, ein interner Behälter. Na, wir gucken mal. Und dann kriegen wir das hier, ne? Bin gespannt, was es bringt. So, Eamshake ist hier. So, genau hier. Ich hatte schon mal versucht, ein Skript zum, also das Skript so weit anzupassen, dass die hier warten, bis die, das Inventar leer ist, aber das habe ich jetzt nicht hingekriegt. Mal gucken. Es ist ja auch noch Early Access, ne? Und immerhin im Moment, es geht so und Treibstoff verbrauchen die insofern ja nicht wirklich, ne? Die haben ja eigene Solarzellen und so. Läuft. Die ersten Windräder stehen hier oben auch schon. Da warten wir drauf, bis die hier fertig werden. So. Denn auf dem Berg lohnt sich's. So, der steht rum, aber der darf anscheinend stehen. Ansonsten müssen wir uns mal Gedanken machen zum Thema Mining und diese komischen Würmer da hinten, weil ich meine, auch wenn eigentlich unsere Bots hier sammeln können, sie tun es nicht. Auch wieder Fäulnis. So, wie sieht's hier aus? Naja. Geht schon weg, ne? Wir haben auch ganz schön was geladen hier. Und wir stocken Vorrat auf, das ist perfekt. Sand ist so eine Sache, aber Kabel sind gerade relativ voll. Sieht gut aus. So, Spezialgebäude, Resimulator, den haben wir nämlich noch nicht. Der braucht auch eine Menge Ressourcen. Und der ist groß. Stellen wir den hier hin. Wir stellen ihn mal dahin. So. Diese ekelhaften Bäume, ne? Da sieht man die Einheiten nicht. Das ist wie ein Factorio. Bäume stören. Okay, die haben ja auch jede Menge Kristallreserven jetzt. Ich wollte gerade sagen, wo wolltest du hin? So, und das müssen wir jetzt mal hier langsam in die Gänge bringen. 1, 2, 3, 4, 5 von den mittleren Dingern könnten wir erstmal da hinstellen. Weiß stand jetzt nämlich nicht, ob ich, sage doch, beide Reihen davon drauf haben will, aber wahrscheinlich schon, ne? Brauche ich dann irgendwie was Kleines hier, da? Dieses kleine Teil? Nee, ne? Tja, und so ein Schmelztiegel? Der da. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht grob, ne?
Gut, und wir haben die Lagerhäuser damit stehen. Und das ist natürlich schön, da sind die hier echt gut, ne? Weil die haben den gleichen Lagerplatz wie diese Lagerhäuser. Aber eben mit zwei M-Slots. Mega cool. Und von der Baugröße her. Ah ja, nee, doch. Zwei Felder, aber gut. Gut, passt. So. Einmal dahin. Achso, der Rest stand schon hier drin. Ha. Hab ich gerade schon gewundert. Ja, wir machen mal hier Transporter rein. Eigentlich wollte ich hier nochmal so eine Lagerreihe bauen. Aber... können wir da hinten auch drin nehmen, würde ich mal sagen. So, das sieht gut aus. Mit den großen Kabeln ist sogar auch was übrig. So. Draht ist full. Ja, energetische Platte. Das ist echt was, was fehlt, ne? Da ist jetzt ein Stück weit die Frage... kriegen wir es nicht hin, hier so eine Ereigniskette irgendwie hinzukriegen. Das Blöde ist, dass dieser Transportblock nur ein Feld groß ist. Und hier haben wir Erz. Also wir kriegen ja genug Erz. Sag mal, Kristalle, ne? Weil so viel Zeug. Und das Erz, naja... es nimmt zwar ab, aber auch nicht so viel, ne? Hier sind noch zwei. Wo ist der Rest? Hauptsache nicht tot oder so hier in der Fäulnis. Tja, gute Frage, wo der Rest ist, hä? Hier sammelt der Rest. Was ist mit dir hier? Kommst du nicht ran, oder was? Du kannst auch rumfahren. Na egal. Ja, aber so habe ich mir das vorgestellt, ne? Die haben automatisch das nächste Ziel genommen. Das waren offensichtlich nicht die beiden Sachen hier. So muss das sein. Und hier gibt es ja auch noch genug. Gut, das heißt, wir brauchen keine Kristallminer mehr und Eisenminer insofern auch nicht, aber ich will gern die Plattenproduktion beschleunigen. Dafür brauchen wir Kristalle, die haben wir, ist kein Problem, und wir brauchen das hier. Sieht auch nicht nach einem Problem aus. Da stellen wir her eine Platte in 8 Sekunden. Das heißt, es sind 4 Platten in 8 Sekunden. Das heißt, das ist... eine Platte in 2 Sekunden. Und wir verbrauchen... ach mal, das baut 30 Sekunden. Ja, da kann man noch mehr von aufstellen. Dann würde ich jetzt mal sagen, mache ich irgendwie hier. Wie viel wollen wir da haben? Und vor allem die hier wieder. So, wir können es auch hier machen. Ne, ich würde es mal hier machen. Ich würde vielleicht 3 freilassen. 1, achso, wenn ich mal Shift gedrückt halten müssen. 2, 3, 4, 5. So, jetzt habe ich einfach mal 5 platziert. Das ist so ein bisschen die Frage, ob es sinnig ist. Warte mal. Wir machen in... also wir brauchen 2 in 30 Sekunden. 2, 4, 6, 8, 10. In 30 Sekunden, das heißt, wir brauchen alle 3 Sekunden eine. Und damit haben wir hier noch einen Überschuss, den wir aber auch noch mal erweitern könnten sonst. Ja, würde sagen, das lassen wir erstmal so. Hier fehlen Röhrchen, ja. Spannend. So, also es fehlt Sand.
Das heißt, wir sollten vielleicht doch noch mal. Da welche von bauen. Und dann brauchen wir vielleicht doch ein Sandlager. Was damit hin? Ja, kann man ja eigentlich machen, ne? Dann lassen wir hier zwei frei und ziehen mal hier das hin. Das kennt Strom, ja? There seems to be some kind of relationship between the creatures and the virus. Aha, okay. Aber was es ist, willst du mir auch nicht sagen, ne? Gut, das haben wir. Das heißt, wir können jetzt herstellen diese Heilung. Ach so, da brauchen wir aber dieses gelbe Zeug für. Mal gucken wir mal. Menschliche Intelligenz, das fehlt im Übrigen auch noch, genauso wie außerirdische. Gut, wir wollten aber eh den machen. So, bin ich jetzt mal gespannt. Das haben wir ja hier drin. Machen wir mal an. Er müsste jetzt eigentlich ranfahren und es rüberschmeißen. Hätte ich gedacht. Hä, er will woanders hin? Wo willst du hin? Nein, 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 nein. So, du sollst da nicht Sand holen. Sorry. Dafür gibt es ja andere Kandidaten. Du sollst vor allem mal Zeug für die Forschung da abwerfen. Nicht genügend freie Plätze. Verstehe ich nicht. Verbleibende Forschung, 150 davon. Oder geht das nicht, weil hier jetzt das Modul dafür fehlt? Dass wir da so einen Tank auch brauchen? Warte mal. Das sagt ja eh, ich soll das nochmal herstellen. Baue einen Fäulnisextraktor und einen Behälter. Ja, gucken wir, ob das jetzt zählt. Und dann brauchen wir hier ein anderes Gebäude. Das heißt, die Antenne kommt mal hier rüber. Und du wirst uns mal das Teil da abreißen. Und ja, sammelt das einer ein, bitte? Danke. So. Was nehmen wir jetzt für ein Gebäude? Das da? Hätte ich... Das wäre schon geiler, tatsächlich. Wobei der Tank ja erstmal nur S ist. Wir könnten ein M, ein S machen. Ups, das wollte ich. Den da. Wir nehmen mal den. So, Eisen wird mehr, das ist gut. So, und die Transporter-Dinger kommen hier rein. Hier oben geht's los. Der Transporter holt das dann entsprechend hier mit rüber. So. Dann kann die Antenne wieder zurück. So, dann gucken wir doch mal, wenn ich das jetzt hier platziere, als Modul, ob er das dann annehmen kann. So, das hat er. Jetzt ist ein Stück weit die Frage... Macht das oder macht das nicht? Ja. Na, da direkt 100 drüber geschoben. Alles klar. Dann schieben wir hier die 400 mal. Nur 300? Gut.
trotzdem mehr als genug. Er kann schon mal wieder nachladen fahren. So, warte mal, wo hatten wir hier noch Strom da? So, eigentlich hätte ich gedacht. Achso, mal ein aktives Uplink, das heißt, ich könnte auch mehrere haben. Naja, er wird das schon machen. So, was ist hier jetzt? Ach, ist, ja, diese Platten dauern halt zu lange. Das ist das Problem. So, und hier wollte ich jetzt ja Sachen machen, um Bots zu bauen. Wir brauchen nämlich ein Ding, das Verhaltenssteuerung baut. Einer muss Solarzellen bauen. Einer muss Mining-Türme bauen. Dann brauchen wir Nanu. Das Radar. Brauchen wir noch was anderes? Also eigentlich gerade nicht, ne? Wir können aber die Virusheilung vielleicht bauen. Virusschutz. Das ist doch besser als das da, oder nicht? Also, wenn ich das richtig verstehe, das Ding hier schützt andere Einheiten. Und wenn wir... Achso, ja klar, wir haben ja begrenzte Slots. Tja, schwierig. Tragbares Kraftfeld. Ein Schutzschild wäre eigentlich ganz geil. Signalleser. Ja, keine Ahnung. Ja, zur Not haben wir einfach nichts. Guck mal, hier kommen die ersten Sachen schon perfekt. Wie viele Ressourcen braucht das Ganze? Ach so, jetzt habe ich hier immer nur eingebaut, hä? Das ist schon die Idee, unendlich zu bauen. So. Dann kann man nämlich die Ressourcen hier mal festketten. Zack. Und dann haben wir einfach immer mal ein paar hier auf Lagern. So, Radargeräte. Zack. Die müssen noch nicht abgeholt werden, ne? Die greifen dann einfach da raus und dann ist schick. Dann können wir nämlich Bots mal eben nachrüsten. So, der ist fertig, das ist gut. Da brauchen wir diese Greifarme. Da machen wir am besten 2, 4, 6, 8, 10. Ja, die machen wir am besten 10 draus gleich. Da. Und irgendwie ist mir jetzt schleierhaft bei dem Sand. Die sind hier. Hier ist auch Sand. Gut, die sind hier nicht im Netz mit drin. So. Ich könnte doch den sagen, er soll hier rüber liefern, oder? Geht das? Machen die das dann? Weil dann müssten die jetzt eigentlich mal anfangen zu fahren. Ne, die sollen das dann nämlich bloß hier reinschmeißen. Ah. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Aber
Dann nehmen wir doch mal die 4 und holen die mal her. Haben wir schon mal 4 Mining-Türme. Oh ja. So. Gut, dann kommt der hier weg. Oder? Warte mal, waren die gerade deswegen hier? Scheint so, ja? Das wird alles abgeholt. Tja, und hier steht der einsame Streiter, der Sand abbaut. Na, werden gleich mehr. So, da ist es. Und wir bauen jetzt hier das da. So, und dann loggen wir das ein. Fertig. Und mehr Lagerplatz brauchen wir da auch nicht. Und in der Hinsicht ist das Gebäude nämlich wahnsinnig geil. Wenn jetzt noch diese Arme hier oben animiert werden, das wäre geil. So, läuft. Perfekt. So, Kristalle voll, Eisen fast voll, Sand kommt. Und dann kann das von hier aus ja umgefiedelt werden. So, da stehen auch immer noch Drohnen einzeln rum. Die hier. Das heißt, wir haben noch genug. Die steht auch rum. Ja. Du kannst mal aufhören. Und auch dahin kommen. Ah, noch ein Turm hier. Halt. Du kommst auch gleich mal dahin. Genauso wie du auch mal hierher kommst. Macht alles Sand, aber alles auf die falsche Art quasi. Ja, du brauchst mal keine Drohne sein. Ja, kannst auch mal hierher kommen. Das sind die falschen Mining-Bots quasi. So, da ist die Platte fertig. Wird auch direkt abgeholt. Dann nur noch die Frage, wo es hingebracht wird. Eigentlich brauchen wir die Platten ja direkt hier, ne? Wäre ja clever, das einfach direkt hier reinzuschmeißen. So, was ist mit dir da? Du kannst auch mal aufhören hier. Tja, so zieht man meiner aus dem Verkehr, da kommt da noch einer. Und dann brauchen wir wohl doch mehr Drohnen, würde ich sagen. Und weil das so ist, bauen wir doch mal welche. Um 20, oder? Brauchst du ehrlich gar kein Material, doch. So, Eisen haben wir ja genug, ne? Ja. Ja, sieht gut aus. Platten haben wir auch noch einigermaßen. Sand stapelt sich da hinten. Und das, obwohl wir gar nicht so viele Miner haben. Was mit dir hier? So, auch dahin. Weil wir können die schon gerne als Transportdinger nehmen. Aber da will ich vorher die Dinger hier runterreißen. Achso. Das kann ich ja im Übrigen selber machen, ne? So. Und zack. Dein Leben ist es nicht wert, meiner zu sein. Nee, dein Leben ist es nicht wert. Du bist es nicht wert, ein Miner zu sein. Hm. Wie müsste man das sagen? So. Sieht doch ganz gut aus.
Das schaffen. Hat sich nicht irgendwo noch Geschütztürme? Ah, guck mal, jetzt ist eine Windturbine fertig. Alter, ist ja keine Turbine, ne? Aber Windrad. Wieder Sisyphus-Arbeit. Okay. Ah, guck mal, da ist es fertig. Da ging er schnell jetzt zum Ende hin. So, das heißt, einer fehlt noch. Oder auch nicht. Guck mal gleich mal. So, wir wollen das ja hier kopieren. Das heißt, C. Zack. Da ist er, der Greifarm. Also dann produzieren wir da wirklich genug von. So. 10 Dinger davon, kann nicht so schwierig sein. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, an der Stelle ist mal wieder Zeit, einen Schnitt zu machen. Und ich glaube, das hier, das geht in den Annalen der Geschichte ein quasi, hä? So. Das wird das Thumbnail werden. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo nach oben da, schaltet gerne wieder ein und bis dann. Tschüss.